Die Energie eines Körpers ergibt sich daraus, betrachtet ihr, welche Kraft auf den Körper entlang einer Strecke es wirkt. Nehmen wir wieder unseren Körper, der Masse M. Diesem Körper wirkt eine Kraft F entlang des Weges S. Bei einer bestimmten Zeit hat dieser Körper dann eine Geschwindigkeit V erreicht, mit der er sich dann bewegt. Und daraus lässt sich dann die Energie E stimmen als das Integral über die Kraft entlang des Weges integriert und den Weg. Beachten muss man an dieser Stelle, dass die Kraft jetzt wegabhängig sein kann und deswegen integriert werden muss. Nimmt man an, dass die Kraft konstant ist, dann vereinfacht sich das Integral zu einem Skalarprodukt, das dann die Energie die Kraft skalar multipliziert mit dem Weg ist. Löst man dieses Skalarprodukt auf, so ergibt sich damit für die Energie Betrag der Kraft mal den Weg mal dem Cosinus dem Ei des eingeschlossenen Winkels. Die Einheit der Energie ergibt sich ebenfalls aus der obigen Gleichung. Die Kraft F Newton, Einheit des Weges ist Meter, ist damit dann die Einheit der Energie Newton mal Meter, da in SI-Einheiten Kilogramm Meter pro Sekunde Quadrat, Masse mal Beschleunigung mal Meter, Kilogramm Meter Quadrat durch Sekunde Quadrat ist, und das nennen wir Joule. In der klassischen Mechanik unterscheidet man folgende Energieformen. Wir haben einmal die kinetische Energie oder auch Bewegungsenergie. Das heißt also die Energie, die ein Körper hat, der sich mit einer konstanten Geschwindigkeit v bewegt. Wir haben die potenzielle Energie oder Lageenergie, durch das wir einen Körper hochheben, gewinnt er an Energie, dadurch, dass die Erdanziehungskraft gegen diese Bewegung wirkt. Gleiches gilt dann auch, wenn wir eine Feder haben, eine Federkonstante, die wir zusammendrücken oder auseinanderziehen. Darüber hinaus gibt es noch die Rotationsenergie. Das heißt, die Energie, die ein Körper innehat, wenn er rotiert. Wir wollen nun auf die beiden ersten Energieformen eingehen, die kinetische Energie und die potenzielle Energie. Betrachten wir also den Fall bei der kinetischen Energie, dass wir einen Körper haben, der mit einer konstanten Beschleunigung auf eine Geschwindigkeit v gebracht wird. Das heißt also, betrachten wir die Definition, die Energie ist gleich Kraft mal Weg. Übersetzen wir die Kraft ist Masse mal der Beschleunigung multipliziert mit der Strecke. Das kennen wir schon, das haben wir. Ja, genau, das ist 1/2 a mal t Quadrat. Diese Gleichung können wir jetzt ein bisschen umformen. Hier stehen wir 1/2 mal der Masse mal a Quadrat mal t Quadrat. Mit diesem Term in der Klammer können wir umformen. Das ist a mal t zum Quadrat. Das ist gerade 1/2 mal mv Quadrat. Das heißt, die kinetische Energie eines Körpers wächst quadratisch mit der Geschwindigkeit an. Analog lässt sich die potenzielle Energie bestimmen, indem wir hier vor allem, dass wir einen Körper haben, den wir hochheben über die Höhe h, Beschleunigung wirkt senkrecht nach unten. Das heißt also für die potenzielle Energie, Pott, nehmen wir sie ebenfalls Kraft mal. Weg, verzichten jetzt hier an der Stelle auf die Vektoren. Die Kraft ist m mal g, das ist die Erdbeschleunigungskraft und Gewichtskraft mal Strecke, das ist h, also ist die potenzielle Energie, die ein Körper erfährt, wenn er hochgehoben wird, m mal g mal h, der Masse m des Körpers. Als weiteren Anwendungsfall betrachten wir eine Feder, die an einer Wand montiert ist. Feder, aber eine Federkonstante d. Wir haben hier unsere Masse m, die wir nun auslenken. Die Kraft
ist d mal x. Das heißt, es ist proportional zur Auslenkung. Wenn wir nur die Energie bestimmen wollen, der Feder, dann ist das wieder das Integral f von x dx. Wir müssen jetzt beachten, die Kraft f ist nicht konstant, sondern von der Auslenkung abhängig. Das heißt also, was passiert? Wir setzen das ein, das ist das Integral d mal x, integriert über x. Die Federkonstante ist konstant, die können davor das Integralzeichen ziehen, dass sich daraus dann die Energie ergibt. Die Feder, wenn die ausgelenkt wird um die Strecke x, das ist ein halb dx². Eine wichtige Eigenschaft der Energie ist, dass der Physik in einem abgeschlossenen System die Energieerhaltung gilt. Das heißt also, dass die Gesamtenergie eines Systems über den zeitlichen Verlauf konstant ist oder daraus abgeleitet, dass die Änderung der Gesamtenergie eines abgeschlossenen Systems null ist. Wir können die Energie zwar umwandeln in unterschiedliche Formen, Wärmeenergie, chemische Energie, kinetische Energie, wir können sie aber nie erzeugen oder vernichten. Was man unterscheiden oder definieren kann, ist, dass man die Energie aufteilt in einen Anteil, der Exergie genannt wird. Exergie ist die technisch nutzbare Energie. Das heißt also, mit dieser Energie kann man ein Rad antreiben, einen Generator antreiben, um Strom zu produzieren. Und die Energie lässt sich noch aufteilen in einen Teil, der Anergie genannt wird. Diese Anergie ist technisch nicht nutzbar. Das bedeutet, das sind Reibungsverluste, die immer auftreten, Wärmeenergie, die sich nicht weiter technisch nutzbar machen lassen. Wenn man von Energieverlust spricht, ist damit eigentlich immer gemeint, dass wir Exergie in Anergie umwandeln. Das kann von selber passieren. Was aber niemals spontan passiert, ist aus der Anergie wieder Exergie, also technisch nutzbare Energie wird. Dies führt uns zum Schluss noch auf die Definition der Leistung, abgekürzt mit dem großen Buchstaben P für Power. Die Leistung, die ein Körper erbringt, ist die Änderung seiner Energie mit der Zeit. Heißt also, P ist gleich E Punkt. Die Einheit der Leistung P ist die Einheit der Energie, Joule pro Sekunde und typischerweise als Watt bezeichnet. In SI-Einheiten können wir das auch noch ausdrücken. Wenn wir das Joule noch übersetzen, Joule sind Kilogramm Meter Quadrat durch Sekunde Quadrat dividiert durch Sekunde ergibt in den SI-Einheiten Kilogramm Meter Quadrat durch Sekunde hoch 3, also schon ein etwas komplexerer Ausdruck. Typischerweise wird Watt verwendet. Umgekehrt lässt sich dann die Energie schreiben als die Leistung, die anliegt, multipliziert mit der Zeit, sodass sich daraus dann ergibt, dass das Joule als Einheit Watt mal Sekunde, also Leistung mal Zeit ist.